Resecure. Mehr Freude am IT. Disrupt was? Was sind disruptive Technologien? Wow, was für ein Wort. Disruptive Technologien. Klingt wie immer hochkompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Das Wort disruptiv bedeutet so viel wie unterbrechen oder auch stören. Also was sind nun unterbrechende Technologien? Die Definition laut Wikipedia ist folgende. Disruptive Technologien sind Innovationen, die die Erfolgsserie einer bereits bestehenden Technologie, eines bestehenden Produkts oder einer bestehenden Dienstleistung ersetzen oder diese vollständig vom Markt verdrängen. Disruption beschreibt den Prozess eines ressourcenarmen Unternehmens, große und etablierte Firmen herauszufordern. Peng. Toll. Und was heißt das nun konkret? Es geht um neue Techniken, die wir alle kennen. Du übrigens auch. Diese Techniken haben dafür gesorgt, dass die vorherige Technik abgelöst wurde. Ein paar Beispiele. Das Auto hat vor langer Zeit die Pferdekutsche abgelöst. Die heutigen Digicams, also die Digitalkameras, haben die analogen Kameras verdrängt. Heute ist es viel praktischer, einmal eben ein Foto zu knipsen und das entweder direkt bei Rossmann schnell ausdrucken zu können oder mir am Smartphone, Fernseher oder PC anzeigen zu lassen. Die DVD hat die VHS-Videokassette abgelöst. Smartphones mit Touchscreens haben die alten Handys mit Tastatur ersetzt. Fast zumindest. Und so weiter und so weiter. Ja, klasse, ist mir ja alles klar, aber wofür dieser Podcast? Haha, ganz einfach. Wir leben in einer Welt und Zeit, die sich stetig wandelt. Heute noch viel schneller als früher und in Zukunft wird das noch viel schneller sein als heute. Das bedeutet, dass wir regelmäßig neue Technologien kennenlernen werden. Stillstand bedeutet Rückschritt, weil tagtäglich wieder etwas Neues herausgekommen ist. Aber was hat das für Auswirkungen auf dich und mich? Genau weiß das niemand, aber die kommenden Jahre werden wirklich krass sein. Auch für dich sind vollkommen alleinfahrende Autos, Roboter, die im Alltag helfen und Supercomputer mit einer wirklich guten künstlichen Intelligenz nicht selbstverständlich. Und ich rede hier nicht von Alexa oder Siri. Das Thema Arbeitslosigkeit und bedingungsloses Grundeinkommen werden definitiv viel mehr Beachtung finden. Ich höre jetzt schon eine Menge Menschen herumjammern, dass das alles ja so ungerecht ist und dass das ja überhaupt nicht klar war. Trotzdem werden wir daran nichts ändern. Beschäftige dich einmal mit der Technik, was bei den großen Konzernen so alles in der Schublade schlummert und du hast einen Hauch einer Idee davon, was die nächsten Jahre bei uns so alles passieren wird. Ich kann dir hier nur empfehlen, bereite dich darauf vor, informiere dich, beschäftige dich damit, überlege dir für deinen Job, was du tun kannst, damit du nicht schnell durch eine neue Technologie ersetzbar wirst. In Zukunft müssen wir alle mit den neuen Technologien umgehen können. Das wird an sich nicht so schwer sein, die Bedienung wird ja immer leichter. Aber was können neuartige Programme, Technologien, Roboter, autonom fahrende und sogar fliegende Autos auf dich, dein Wissen und deinen Beruf für Auswirkungen haben? Beantworte dir die Frage einmal. Was glaubst du, wird die nächsten Jahre passieren? Glaubst du, es bleibt alles wie es ist oder bist du der Meinung, dass sich eine Menge verändern wird? Schreib mir deine Meinung bitte in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dein Christoph. Resecure. Mehr Freude am IT.